Hallo meine Lieben, ich bin's wieder und heute bin ich hier mit einem Special Guest und zwar meine Schwester Sophia. Hallo! Und Sophia besucht mich gerade für eine Woche hier in Portugal. Sophia studiert in Berlin und wir haben uns gedacht, Vorgestern waren wir ein bisschen shoppen und haben so ein bisschen Damage gemacht und wir dachten, warum sollte ich einen Haul alleine filmen, wenn wir einfach einen Haul zusammen filmen könnten und euch zusammen zeigen könnten, was wir uns so gekauft haben. Jo. Und das Ganze ist so ein bisschen Fall inspired. Wir haben ja schließlich Oktober. Hier wird es jetzt nämlich ab nächster Woche auch endlich ein bisschen kühler und heute ist das Wetter schon so ein bisschen bewölkt und so. Und wir haben uns hier schon unser Käffchen gemacht mit unseren, hier guck mal, wie süß unsere Becher sind, Partnerbecher. Matchy, matchy. Und ich würde sagen, genau, bevor wir hier lange rumlabern, fangen wir einfach an. Ja, ich denke, wir machen es einfach so abwechselnd. Ja. Mit was wollen wir denn anfangen? Hast du was? Sephora. Sephora? Ja. Ja, fangen wir mit den Beauty-Sachen an und Fashion kommt danach. Hm. Willst du einfach mal das erste Teil aus unserer Wunderbox rauskommen? Oh ja. Wir haben so ein, genau, erzähl mal. Also Sarah hat halt bei Fenty Beauty eingekauft und dadurch hat sie so einen schicken Beutel bekommen. Da steht da drauf, Sephora loves Fenty Beauty by Rihanna. Da waren zwei drin. Das ist so ein Waschlappen, mit dem kann man komplett das ganze Gesicht reinigen und halt das selbst wasserfeste Make-up entfernen. Ohne Waschgel, ohne alles. Und es ist halt perfekt, vor allem auch zum Reisen, finde ich, weil wenn man halt nur irgendwie einen Handgepäckskoffer hat oder so, will man ja nicht immer alles umfüllen oder diese kleinen Rübchen mitnehmen oder kaufen. Und da ist es halt echt super. Das ist richtig süß, ich mach mal auf. Und was mich überzeugt hat, dass da steht, also wir haben es noch nicht ausprobiert, wir haben jeder einen, das waren nämlich zwei. Und was mich überzeugt, dass die sogar wasserfeste Mascara entfernen können. Das ist wahrscheinlich Power. Genau, hier ist eine Seite so ein bisschen rauf. Guck mal, wie süß ein Wassermelonen-Design. Total weich, wie so ein Fließdecke oder so. Ich freue mich richtig drauf, das zu benutzen. Wir machen ein Review darüber und erzählen euch, ob das wirklich so gut funktioniert, wie es verspricht. Yes. Wir haben uns, weil Fall und so, Herbst, haben wir uns jeder eine Pumpkin Sheet Mask gekauft. Und die ist mit 24 Karat Gold. Und ja. Pumpkin and Double Gold Premium Mask, too cool for school, heißt die Firma, glaube ich. Und ich glaube, die sind auch wirklich in Pumpkin-Form. Ich hoffe. Ich hoffe auch. Auf jeden Fall konnten wir den beiden nicht widerstehen und die werden wir die nächsten Tage auf jeden Fall noch zusammen machen. Dann habe ich mir noch geholt mein Reinigungsgel, ist nämlich fast alle. Ich habe eigentlich nur Make-up-Entferner-Zeugs geholt. Von Boschia, glaube ich. Auf jeden Fall diese super gehypte Marke. Aus Amerika. Das ist jetzt der Detoxifying Black Cleanser. Ist halt so klein, also cooles Packaging auf jeden Fall. Ja, bin gespannt. Und auch super wieder zum Reisen. War es überhaupt schon bei dir, ne? Ja, jetzt war es bei mir. Wie gesagt, ich habe nicht, wollte nicht so viel Geld ausgeben und wenn ich einmal anfange, dann kann ich nicht aufhören. Tja, so wie bei mir. Nein, ich war eigentlich auch relativ beherrscht dieses Mal. Ich habe mir nur noch hier von Sephora so ein Trockenshampoo gekauft. Das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal. Das ist das für mit grünem Tee und das ist Refreshing und Purifying. Also Sophia wird kurz uns verlassen. Und okay, über den habe ich ja auch schon genug geredet. Das ist der Concealer von NARS. Von dem habe ich euch schon in meinem Favoritenvideo erzählt. Bester Concealer, den ich glaube ich jemals oder seit sehr langer Zeit ausprobiert habe, kann ich nur jedem empfehlen. Er hat eine relativ gute Deckkraft und ich kaufe ihn mir wie gesagt schon zum zweiten Mal. Leider wieder die Travel Size, nur weil sie die große Packung nicht mehr hatten. Und jetzt kommen wir zum interessantesten Teil, nämlich ich habe mir zwei Sachen bei Fenty Beauty gekauft. Und zwar habe ich zum einen den Fenty Beauty Precision Makeup Sponge mir gekauft. Ich finde die Verpackung allein, das Design ist mega schön, total schlicht und das ist einfach sowas wie ein Beauty Blender. Was ich aber cool fand an dem, ich habe ihn jetzt schon einmal benutzt, also achtet nicht darauf, dass er so ein bisschen braun ist, dass er so eine angeschrägte Kante hat,
was zum Verblenden natürlich super ist. Also das zweite Produkt, was ich von Fenty Beauty mir gekauft habe, ist sehr schön. Der Matte Skin Stick. Den kann man sowohl als Make-up benutzen, als auch zum Contouring. Ich wollte ihn jetzt persönlich fürs Contouring eigentlich, wobei wir schon gemerkt haben, dass ich ein, zwei Töne zu hell bin. Also wie gesagt, ein einziges zu hell. Der Stick ist ein, zwei Töne zu hell, um wirklich Contouring zu machen, aber ein bisschen zu dunkel, um ihn als Make-up-Stick zu benutzen. Aber wir haben das eben beim Schminken ausprobiert und ich finde, es sieht trotzdem ganz gut aus, relativ dezent eben. Aber so sieht er aus. Ich finde, die Verpackung ist einfach nur total schön, so hellrosa. Und dann kann man den einfach hier so rausdrehen. Das ist richtig toll. Genau so. So sieht die Farbe aus. Wie ihr seht, es ist nicht so viel dunkler als mein normaler Hautton. Und ich habe jetzt hier die Farbe Honey. Genau, das ist die Farbe Honey. Und das ist alles, was wir von Sephora haben. Ja, machen wir weiter mit Schuhen erstmal. Yes. Wir haben uns nämlich beide Schuhe gekauft. Und Sophia, fang doch mal an mit deinen. Ich wollte halt ein paar Schuhe haben, beziehungsweise Stiefel, die man auch mal zum Kleid oder so anziehen kann, weil ich bin jemand, ich trage eigentlich nur Sneaker und habe auch einfach nicht so viele Stiefel, weil ich sowieso ein schwieriger Mensch bin, was Schuhe angeht. Oh ja. Und wollte halt am liebsten irgendwie so Overknee-Stiefel oder so. Jetzt habe ich mir die hier geholt. Man wird es wahrscheinlich nicht erkennen. Die haben halt so einen Absatz. Das sind einfach ganz schlichte Overknee-Stiefel mit so einem Absatz. Ja, Wildlederimitat. Und ja, die sind halt oben nicht ganz so hoch und sind auch nicht ganz so eng. Das heißt, ich finde, die sehen halt aus wie so gestiefelter Kater. Genau, also man kann sie oben so ein ganz bisschen shoppen. Genau. Ich persönlich fand sie super. Und was am allerbesten an diesen Schuhen war, der Preis. 34,50 € und für so ein paar Stiefel, die man jetzt auch nicht jeden Tag anziehen wird, das ist super okay. Vielleicht auch mal einen Winter mal. Eben. Ich habe mir ein paar Sneaker wiederum geholt, obwohl ich mir bei denen echt nicht sicher bin. Ich finde die so toll, die sind so geil. Ich mache oben eine Umfrage rein und ihr könnt mir mal sagen, was ihr von denen haltet. Richtig cool. Ich finde sie irgendwie cool. Ich kann nicht entscheiden, ob ich sie cool oder mega hässlich finde. Und zwar sind das diese Sneaker hier. Es sind halt so chunky Sneaker, wie man sie jetzt überall sieht. Die sind schwarz-weiß und haben an der Seite, ich weiß nicht, ob man das an der Kamera kennen kann. Doch, ja. So silbernes Glitzer noch. Sie sind halt mega leicht und waren auch super billig. Auch 22 Euro, glaube ich. Sagt mir mal, was ihr davon haltet. Soll ich sie behalten? Yay oder nay? Und jetzt kommen wir aber wirklich zu unserer Kleidung. Ach nee, ich habe noch ein Accessoire. Und zwar wollte ich schon länger einfach so einen kleinen, schlichten Rucksack haben. So für Städtetrips oder so. Es ist halt immer entspannt. Oder wenn man halt irgendwie in die Stadt geht. Wenn man die Hände frei hat, auch zum Shoppen oder so. Oder zum Fotos machen. Und finde ich mir so einen ganz schlichten, süßen, schwarzen Lederimitat-Rucksack geholt. Kann den halt auch hier, das finde ich ein bisschen doof. Also man kann es rein theoretisch so um die Schulter nehmen. Aber ich habe schon überlegt, ob ich einfach zum Schuster gehe und dem sage, dass er das hier festmachen soll. Weil dann kann man das auch am Henkel kurz halten, um die Tasche aufzumachen. Das hat aber, ja, hat aber ganz schön viel Platz. Vorne eine, hier eine große und hinten eine große. Und die große hat auch noch eine Innentasche. Genau, zwei Innentaschen, sogar eine mit Reißverschluss und eine ohne. Und der hat auch irgendwie 15 Euro gekostet. Sieht aber qualitativ total hochwertig aus. Und die Reißverschlüsse gehen auch super gut. Und ja, und den haben wir von dem portugiesischen Namen Parfois. So, ich habe jetzt mal alle meine Kleidung hier ausgebreitet. Ich fange mit Bershka an. Da hat meine Schwester nämlich nichts gefunden. Und ich habe da aber zwei Teile gefunden. Und zwar ist das zum einen dieser schwarze Body. So sieht der aus. Der hat so ein, ist auch so Feinripp-Material und hat eben am Ausschnitt so ein bisschen Spitze und ja, hinten ganz normal. Und das Material ist schön stretchig und der ist einfach ein super cooles Basic, finde ich. Auch gerne im Winter, wenn man noch ein Cardigan drüber zieht oder ein Pullover, wo man möchte, dass ein bisschen die Spitze rausguckt oder auch mal zum Feiern gehen.
Oder mit so einer Bluse drüber oder so. Also die Kombinationsmöglichkeiten sind eigentlich endlos und ich finde, das ist ein gutes Basic, um den im Schrank zu haben. Und das zweite Teil, was ich bei Bershka gefunden habe, das werden bestimmt, da werden sich die Geister scheiden, ist dieser braune. Ja, braune. Ja, Sweater. Das ist so eine Kombination aus einem Fleece-Pullover und einem Sweatshirt, finde ich, weil der von innen ziemlich weich gefüttert ist aus diesem Fleece-Material. Und dann hat er diesen Aufschnitt, der jetzt cool ist, sozusagen diesen Half-Zipper. Und unten ein Bündchen an den Ärmeln auch. Und der ist einfach mega bequem und gemütlich. Und der ist so schön herbstfarblich. Also konnte ich an dem auch nicht vorbeigehen, besonders weil der nur 15,99 gekostet hat. Dann war ich noch bei Oysho und eigentlich wollte ich da auch nur mal kurz gucken gehen. Aber bei Oysho kann ich meistens nicht reingehen, ohne mit was in der Hand wieder rauszukommen. Und so war es auch dieses Mal. Und da habe ich diese schwarze Capri-Leggings gefunden. Die ist auf so einem, ja, wie soll ich das Material beschreiben? Ich würde es da fast sagen. So wie ganz dünnes Neopren fühlt sich das an, oder? Ja. Das sind so Kompressionsleggings. Und die zweite Sache, die ich noch bei euch gefunden habe, sind einfach diese weichen Flauschi-Söckchen. Genau. Aus so grauem, ja, das ist irgendwie irgendein Kunstmaterial. Aus, oh, cool, die sind aus mindestens 25% recyceltem Polyester. Also sind aus Polyester, aber zumindest zum Teil recycelt. Also tut man noch was Gutes für die Umwelt. Sophia, mach weiter. So, ich habe mir bei Stradivarius zwei Sachen noch geholt. So ein schwarzes, schlichtes Langarm-Shirt aus so einem Feinripp. Genau, ungefähr so wie mein, ich würde sagen, das ist ungefähr wie mein Body, nur in langärmlich. Genau, einfach. Und hat halt oben auch so Spitze am Ausschnitt, hat einen V-Ausschnitt, was ich super wichtig finde. Und Spitze. Voll schön schlicht, gab es auch in voll vielen Farben, aber schwarz. Ich liebe schwarz, ich trage so viel schwarz und schwarz passt halt immer. Und es hat auch nur 10 Euro gekostet. Dann habe ich noch, was ich nämlich auch immer richtig gerne im Winter anziehe, sind so Blusen mit einem Cardigan drüber. Und da habe ich diese Bluse gefunden. Ich habe nämlich graue. Ich habe alle Farben außer grau. Sieht man die? Ja, man sieht die. Sie ist halt so ein bisschen oversized. Hier ist es eng und es ist auch echt richtig eng. Also kriegt man kaum sich über die Mühe geben, Dinger, dass es passt. Und diese Knöpfe sind so cool. Die sind so schön, macht immer näher dran. Die sind halt alle verschiedenfarbig und verschieden groß. Ja, ja, richtig schön. Gefällt mir richtig. Und der Stoff fässt sich halt auch echt gut an. Die hat 15,99 Euro gekostet. Voll okay. Ja. Ich habe noch einen Teil auch von Stradivarius, was ich euch zeigen kann. Das wird man auch nicht so gut sehen. Das ist einfach eine schwarze High-Waisted Jeans. Auf jeden Fall, ja, es ist einfach eine schlichte, schwarze Mom-Jeans. Wir haben alles, wir haben euch alles gezeigt. Okay, falls euch das Video gefallen hat, falls euch die Videos mit meiner Schwester gefallen, gebt dem Video einen Daumen hoch und schreibt mir in die Kommentare, dass ihr mehr Videos von ihr sehen möchtet. Sie freut sich. Ja. Schreibt uns auch, was euch am besten gefallen hat jeweils. Ja, hinterlasst einen Daumen hoch, abonniert gerne meinen Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi. Tschüss.